Ja, Leute, im Labor ist es endlich wieder ein bisschen ruhiger geworden und wir können die Zeit gut nutzen, um uns auf die nächste Technologiestufe vorzubereiten. Strom ist ein Thema, Erzversorgung das andere. Da habe ich ja beim letzten Mal die Infrastruktur für aufgebaut, nur dummerweise habe ich vergessen zu speichern und musste alles von dem letzten Autosave bis jetzt nochmal nachzocken und hoffe einfach keine Fehler gemacht zu haben. Also, wir lassen jetzt erstmal das Ganze laufen, checken mal, ob es mehr Erz wird und solange kümmern wir uns um den Strom. Da haben wir nämlich noch was zu lernen. Hier, den Windgenerator auf Stufe 3, den haben wir noch nicht. Und der kann, guck mal, 50 Elektrizität, während dieser kleine hier nur 25 kann. Ist in der Anschaffung ein bisschen teurer, aber das ist egal, wir sparen Platz. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier Upgrades und reißen die anderen einfach ab. Beziehungsweise, damit wir noch ein kleines Plus haben an Energie. Wir wollen ja nicht nur auf dem gleichen Stand bleiben. Holen wir noch 3 Stück rüber. So. Den noch. So, und an den Strommast kommt dann keiner mehr ran, wenn ich das jetzt durchziehe. Machen wir aber irgendwie, ne? Kommt, den holen wir noch raus. Den stellen wir einfach hier auf die Seite. Denn da steht ja auch schon einer. Das müsste reichen. So, ist noch rechtzeitig weg. Jawohl. Den müssen wir nochmal umplanen. Das war nichts geworden. So, das passt. Also, das ist mal der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Die können weg. Die Sonnenkollektoren, davon haben wir 4 Stück. Gucken wir uns auch hier nochmal an. Die neuen machen 700 Elektrizität, die alten 350. Das heißt, wenn wir 3 upgraden, haben wir ordentlich mehr als vorher. Und den vierten können wir einfach erstmal abreißen, ne? So, 2 Stück bringen die gleiche Leistung wie vorher die 4. Und den einen, den behalten wir noch. Dann haben wir ordentlich was gewonnen. Und was bringt uns das Ganze, wenn wir nicht mehr Batterien aufbauen? Antwort ist gar nichts, deswegen gibt es auch noch eine weitere Batterie. Da vorne gibt es ein bisschen Ärger. Da, nicht schlimm, ne? Okay, also eine weitere Batterie und die ordnen wir dann auch noch schön an. Hier Stufe 3. Ich denke, das machen wir jetzt auch mal schön und ein bisschen ordentlicher. Wir nehmen hier die mal weg, setzen die. Ich habe schon wieder M gedrückt, das passiert mir so oft, ne? Das ist die Macht der Gewohnheit. Setzen die einfach mal. Ach, das macht sich aber auch nicht schön. Wisst ihr was? Dann machen wir hier einfach so eine kleine Viererecke und dann ist das auch okay. Jawohl, ja. So, ein Arbeiter wurde zum Zombie. Wieso? Und wo? Das ist jetzt die Frage. Hier draußen sollten keine Arbeiter rumlaufen. Zumindest war das mein Verständnis. Okay, da kommen jetzt ein paar, die wir ganz safe als neue Mitarbeiter begrüßen können. Das reicht uns auch aus. Den einen holen wir uns zurück. Wir nehmen gerade noch mal ein bisschen Erz mit. Also tatsächlich, es kommt Erz rein. Das ist die gute Nachricht. Der Eisbeutel. Oh, haben wir mehr als genug? Jawohl. Haben wir das auch endlich geschafft. Dann nehmen wir noch. Was mangelt noch? Eisen haben wir. Hier Superfood haben wir keins, aber das brauchen wir auch nicht. Stein haben wir genug. Holz haben wir genug. Chemikalien haben wir genug. Ja, nehmen wir Fleisch. Und wir nehmen ein paar Möhrchen. Die sind noch ein bisschen eng. So, gut ist. Einfach abschicken und los. Ne? Okay. Wir könnten tatsächlich auch jetzt hier eine Eisbeutelpresse mal außer Betrieb nehmen, falls wir das Personal woanders dringender brauchen. Ach, das ist ja alles luxuriös hier. Alles gut. Hier, die Betten sind normal belegt. Auch da nicht überbelegt, obwohl wir viele Leute haben, die hier arbeiten. Passt schon. Hier sind schon mal 2, die jetzt keine Arbeit haben. Die könnten wir eigentlich losschicken. Hier, das dünnen wir jetzt auch noch mal aus. So.
So, hier, die brauchen wir auch nicht wieder in Betrieb nehmen. Dünger könnten wir ein bisschen mehr haben, ne? Das müssen wir mal zugeben. Hier ist zwar überall, ach naja, gut. Eigentlich lagert genug. Wir haben nur trotzdem nicht viel leckeres Gemüse, aber es wird alles weiter gekocht. Also, ach, wir brauchen das auch nicht erweitern. Im Prinzip ist das alles gut. So, Batterien, Strom, das passt jetzt hoffentlich auch. Ja, ist alles in Ordnung, oder? So, da kommt der Heli. Jetzt gehen wir einfach mal, weil wir die Zeit haben und weil es recht gemütlich ist, hier runter in die Ecke, gucken mal, was unsere Erzproduktion macht. Da könnten wir noch ein paar Mitarbeiter gebrauchen. Ist in der Tat ein bisschen dünn. Insofern, ja. Gönnen wir uns noch ein paar Jumbies Stufe 1. Guck mal hier so ein bisschen, was kommt ja immer mal wieder. Alles gut soweit. Und hier Transportschuppen. Ich weiß bis heute nicht, ob ich den wirklich benötige. Sage ich ganz ehrlich. Oder ob das auch ohne den funktioniert hätte. Das blicke ich noch nicht so ganz. Aber vielleicht kriegen wir das auch noch geklärt. So, das sind schon mal die ersten dabei. Wunderbar. Wir gucken doch jetzt einfach mal, wenn wir die Zeit schon haben, was wir hier brauchen. Wir brauchen 5000 Forschung, 250 Elektronik. Das kriegen wir auch noch hin. Und sonst? Was haben wir hier noch? Behandlungskammer 3 für 1000 Forschung. Vielleicht sollten wir jetzt tatsächlich nochmal in den Forschungstisch investieren, damit wir ein bisschen schneller werden. Das machen wir mal. Dieser hier. Auch natürlich Glimmerbeeren, müssen wir aufpassen. So, zwei Männchen dran. Okay. Es ist echt von allem was da, ne? Können wir so ein bisschen Kosmetik mal machen, oder? So, ich habe ja natürlich noch immer nicht gerafft, wie das mit diesem Zaun hier funktioniert. Also, wir probieren es noch einmal. Ach, jetzt ist Aufwerten da. Bau mal einer an. Nun, wie geht's? Upgrade? Upgrade. Ja, nu. Also, es ist irgendwie da und es geht irgendwie doch nicht. Müssen wir das jetzt tatsächlich immer noch so machen? Verstehe es noch immer nicht. Wir machen jetzt mal die eine Seite hier fertig. Dann schauen wir nochmal. Ob wir das nicht irgendwie gebacken bekommen. Ein bisschen stören tut's mich. Minimal. Nur minimal. Alles nicht schlimm. Aber gut. Also. Wir hätten ja noch so Dinge wie die Baumschule. Da könnten wir jetzt auch noch mal gucken. Wir haben ja noch nicht ganz alles gebaut, was wir hier haben. Elektronikproduktion. So far so good. Die steht. Hier. Das Ding kriegen wir noch immer nicht erforscht. Ist der Zug wahrscheinlich abgefahren? Du wirst diese Belohnung freischalten können, wenn das Ereignis Windmühle abgeschlossen ist. Aha. Ah, jetzt. Also gehe zur Weltkarte, um dort die Belohnung für das Ereignis abgestürztes Flugzeug zu erhalten. Gehen wir mal zur Weltkarte. Wer lesen kann und das auch tut, guck mal hier. So, Belohnung erhalten. Nun. Oh, ich verstehe. Das sind Dinge, die können wir hier uns mehr oder weniger... Jetzt raff ich das erst. Hier selbst erfüllen. So, da haben wir den Steinzermalmer. Der braucht Stein und macht Chemikalien. Brauchen wir halt trotzdem nicht. Ist aber nice to have. Windmühle. So. Jetzt gehen wir mal hin, suchen mal die Windmühle. Das sieht nicht wie Windmühle aus. Unentdeckter Laborplatz.
Schiff in Nöten. Gut gelegener Laborplatz. Wo ist denn die Windmühle? Wir finden dich. Brücke, Hafen, Windmühle. So. Eine verlassene Windmühle, die sich immer noch im Wind dreht. Mach dieses Ereignis zu deinem aktiven Ereignis, damit deine mit Docking Hero generierten Punkte in das Ziel einfließen. Sobald du das Ziel dieses Ereignisses erreicht hast, erhältst du Steinzermalmer 2 als Belohnung. Also hier, Docking Hero, müssen wir nochmal drüber reden. Vielleicht kommt hier nochmal ein kleiner Hinweis. Also, hallo, ich kenne ein paar Wissenschaftler in Deutschland, die versuchen, Heilmittel für andere Krankheiten als das Zombie-Virus zu finden. Du kannst helfen, indem du die Docking Hero-Anwendung auf deinem Computer laufen lässt. Docking Hero ist ein Citizen Science Project. Wir nutzen die Prozessorleistung von deinem PC für wissenschaftliche Berechnungen. Wir simulieren Protein-Docking, um neue Anwendungen für bestehende Medikamente zu finden und so bei der Behandlung von Krankheiten wie bestimmten Formen von Krebs zu helfen. Daten über Wirkstoffe und Krankheiten werden erst von einem Webserver heruntergeladen, bevor die Berechnungen auf deinem Computer durchgeführt werden. Die Docking Hero-Anwendung erlaubt dir festzulegen, wie viel Prozent deiner CPU du zur Verfügung stellen möchtest. So kannst du sicherstellen, dass deine anderen Anwendungen und Spiele flüssig laufen. Du kannst festlegen, ob die Anwendung mit jedem Start deines Computers automatisch gestartet werden soll. Falls du deinen Steam-Account verknüpfst, bekommst du für deine Berechnungen Entdeckungen auf der Weltkarte in Zombie Cure Lab. Mit deinen Entdeckungen kannst du neue Inhalte für das Spiel freischalten. So, ja, ich habe das eigentlich gar nicht freigeschaltet. Umso mehr wundert es mich, dass ich das hier, das eine schon irgendwie erfüllt habe. Aber da müssen wir halt einfach nochmal hingucken. Also, jetzt wissen wir, warum der Steinzermalmer nicht freigeschaltet war und jetzt ist. Und den Zweier, gut, den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Hier haben wir soweit auch alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Und hier, guck mal, was haben wir da. So, Brücke, jetzt verstehe ich's langsam. Jetzt ist mir wieder was klar geworden. Okay. 1000 Forschung. 500 Glimmerbeeren. Alright. Vielleicht noch einen weiteren Forschungstisch, ne? Hier fehlt Personal. Das kriegen wir aber auch gleich. Wir stellen jetzt noch den Tisch auf. Und dann kümmern wir uns um die Menschen, die diese Tische bedienen. Ach, wir machen noch gleich 2. Jawohl. Also, wir gehen nochmal in die Aufgabenliste, würde ich sagen. Checken mal, hier im Transportschuppen brauchen wir keine Menschen. Nein. Da ist was schiefgelaufen. So. Hier sind nirgendwo Menschen involviert. Am gefrierten... Huch. So. Alles klar. Haben wir es jetzt? Ja. Wir machen mal weiter. Am Fleischkultivator brauchen wir es nicht zwangsläufig. Da nehmen wir nochmal den Jumbi mit rein. Ah, da haben wir ja bisher die Menschen geparkt, die überflüssig waren, sondern damit irgendwas wenigstens getan wird. Hier machen wir jetzt nochmal voll. Hier auch. Gefrierturm brauchen wir zumindest einen Menschen. Am Grill brauchen wir nicht unbedingt welche. Also können wir den wegnehmen und ersetzen. Hier das gleiche. Und dann ziehen wir das einfach nochmal durch. Oh nein. Bitte, so. Und es scheint, als hätten wir jetzt tatsächlich wieder Menschen übrig. Dann können wir auch aufhören mit der Geschichte hier. Bräuchten aber vermutlich nochmal ein paar Stufe 2 Jumbis. Ja, dann machen wir nochmal ein paar Stück. Ne, die brauchen wir nicht. Guck mal, die stehen hier rum. Und haben nichts zu tun. Egal, dann schicken wir einfach mal 2 Stück ins Labor. Hier steht jetzt noch ein Mensch, der übrig ist. Also, wir brauchen ja auch den Heilmittelfortschritt. Insofern geht's weiter, ne?
Ich würde einfach sagen, da wir ja von allem mehr als genug haben, abgesehen von Dünger und Erz, dann machen wir hier einfach die Schlange mal voll. Und dann können wir uns da auch noch um weiteres kümmern. Ne? Was ist hier los? Hier holt keiner ab. Hier fehlt Holz. Nun, es ist ein emsiges Schaffen hier, aber ja, wenn ich jetzt natürlich die Mitarbeiter rausnehme und ins Labor schicke, dann ist es natürlich auch so ein bisschen schwierig für den Transport hier. Also insgesamt müssen wir gucken, dass wir ein bisschen die Waagschale halten zwischen allen Aktivitäten hier mit Mitarbeiter rekrutieren und Mitarbeiter wegschicken. Aber wir müssen ja auch weiterkommen zur Stufe 4. Insofern, ja, schauen wir einfach mal hin und wieder, ne? So, mich interessiert immer noch diese Mauer hier. Also, was können wir denn tun? Das kann erstmal weg, das braucht keiner mehr. Mir fällt auch noch ein zum Thema Mauer, die Meinung, ob wir ein oder zwei Eingänge brauchen hier für die Base, die gehen ein bisschen auseinander. Ich habe mich jetzt für die Eingang-Version entschieden. So, wie können wir das denn jetzt machen? So geht's nicht. Und das erst? Nee, ne? Das erst markieren vielleicht? Forschungsraum? Nee, jetzt baue ich Raum, das macht ja keinen Sinn. Also das mag mich nicht. Ist halt so. Da steckt noch ein bisschen Holz, aber das ist jetzt auch nicht der Rede wert. Wie ist das hier mit Metall? Würde ich mir jetzt gerne nochmal angucken. Also Mitarbeiter sind hier. Das ist die gute Nachricht. Wir könnten jetzt natürlich mal sagen, dass sie sich auf Metall konzentrieren sollen. Gut, ich meine die Sachen hier. Naja, Stein brauchen wir nicht. Das können wir mal sein lassen. Holz brauchen wir auch nicht. Gemüse sollen sie auch mal lassen. Sie sollen sich mal bitte einfach auf Erz konzentrieren, ne? Und dann wird das auch mal ein bisschen besser. So, hier sind schon einige Mitarbeiter. Hier sind auch welche, aber noch nicht genügend. Denen füllen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen den Wohlstand und das Lotterleben. Das treiben wir den jetzt mal aus. So, und dann kommt hoffentlich auch mal mehr Material an. Natürlich ist klar, wenn sie Pause machen müssen, haben sie es echt weit hier rüber. Aber dafür haben wir ja auch einige dort eingestellt. So, wir behalten mal alles im Auge hier. Chemikalien sind noch da. Beeren sind jetzt ein bisschen knapp. Brauchen wir noch ein Gewächshaus und dann brauchen wir aber noch Dünger. Hier Produktion wahrscheinlich, ne? Gemüse reicht aus. Da haben wir Glimmerbeeren. Jo. Und Mischer brauchen wir noch immer nicht, auch wenn hier null ist, aber hier sind die Lager noch so voll, wollte ich gerade sagen. Sind sie nicht, wir stellen einen neuen Mischer auf. So, der Waffenschrank geht irgendwo anders hin. Die Tür bauen wir auch um. Und da würde ich sagen, nehmen wir auch eine andere. Ah ne, das ist schon Tür 3. Ne, das ist noch Tür 2. Okay, dann kommt die weg. So, schau mal einer an. Und dann bauen wir Wand.
Das sind nur Türen, das ist der Flur. Kriege ich jetzt ein einzelnes Wandteil gebaut. So. Ah ja gut, nee, also anders. Wir gehen wieder zur Forschung. Probieren das jetzt hier auf diesem Weg. Ach nein, läuft automatisch. Okay. Muss ich ja gar nichts machen, umso besser. Okay, ich bin bereit für die nächste Party, ne? Interessiert noch immer dieser Transportschuppen hier. Die stehen hier rum, die machen gar nichts. Jetzt nochmal die blöde Frage, was passiert, wenn ich den irgendwo anders hinstelle, so dass er hier nichts nutzt. Kriegen wir dann trotzdem Erz? Ich probiere es jetzt einfach aus. Wenn es crasht, dann crasht es. Aber das will ich wissen. So, Eisbeutel mehr als genug. Vielleicht könnten wir einfach nochmal, solange wir keine Probleme haben, das zweite Gerät hier vorne hinstellen. Und das räumen wir ein bisschen zur Seite. Zombies, schwacher Angriff. Wunderbar. Da kriegen wir sehr viele Mitarbeiter, würde ich sagen. So, Level 2 Jumbi ist gerade keiner übrig. Los geht's, kommt rein, Leute. Hier. Locker bleiben hier, bitte, ja? Hier wollen wir keinen Ärger hier draußen. Arbeiter? Wieso jetzt schon wieder die Arbeiter? Wo? Echt doch hier unten in der Ecke? Zählt das mittlerweile auch als Arbeiter? Wenn Jumbis angegriffen werden, das sind jetzt nur noch 3. Ja, da haben wir jetzt einige verloren, aber 28 von 28. Alles gut, es ist kein Mitarbeiter auf dem Weg. Also wir hatten ja noch kein Versionsupgrade, jetzt ist tatsächlich die Frage, ob wir hier nicht auch unsere Leute schützen müssen. Ich dachte immer, dass die Jumbis nicht angegriffen werden, aber wenn tatsächlich kein Mitarbeiter im Labor ankommt und diese Meldung hier kommt, dann werden tatsächlich auch die angegriffen. Das hatte ich bisher tatsächlich, ich gebe es zu, anders verstanden. Aber so richtig passieren tut auch nichts, außer dass sie angegriffen werden, oder? Also diese Meldung, also der Sinn dieser Meldung, der geht mir noch nicht so ganz auf. Aber schaut mal da, wie schön wir einfrieren. Das gefällt mir gut. Jetzt ist hier Metall eng. Dann können wir nochmal hier was zuschalten. So, da kommt schon einer angewackelt. Wunderbar. Einer fehlt noch. Ist aber kein Problem. Ah, das wird doch gut. Aber ihr seht, wie die Eisbeutel hier runtergehen in einer Nacht, ne? Das ist schon beachtlich.
was wir jetzt machen könnten, ist unsere Falle erweitern. Denn wenn es Tag wird, dann hören die wahrscheinlich auf. Wenn die schmelzen, hauen sie ab. Insofern würde ich jetzt tatsächlich mal, um diese Gewinne hier sicherzustellen, Labor vergrößern. So bis hier. Und wisst ihr was? Wir machen das ganz anders. Wir machen das hier so. Reißen aber das hier noch ab. Jetzt geht dieses blöde Stück hier wieder nicht weg, ne? Vielleicht so. Nochmal ausbessern. Okay. Vielleicht wird die Mauer rechtzeitig fertig. Ich würde es schön finden. Dann könnten wir nämlich hier vorne noch ein immer offenes Tor hinstellen. Aber problematisch ist, dann greifen die hier die Wände an. Wir probieren es einfach aus. Wenn nicht, reißen wir es wieder ab. Hier ein immer offenes Tor. Dann brauchen wir aber auch insgesamt diese Wand hier nicht mehr, ne? Die ist dann auch, ehrlich gesagt, unnötig. Wobei die uns noch ein bisschen mehr Sicherheit und Abstand verschafft, ne, als wenn wir sie jetzt die Zombies bis hier vorne durchlaufen lassen. Also gucken wir mal. Auf jeden Fall haben wir dann sicher, dass wir fast alles einfrieren, was in den Bereich von unserem Schneesturmerzeuger reinkommt. Das nervt ja schon wieder so ein bisschen hier. Das Ding muss erst weg und dann können wir den Zaun wieder fertig machen. Ich hoffe, dass es das jetzt irgendwie miteinander verbindet, ja. Ohne diesen dusseligen Pfosten. Ja, das Tor steht schon mal. Herzlichen Glückwunsch, dann könnt ihr das immer aufmachen. So, wir spielen hier einfach nochmal ein bisschen rum, experimentieren noch so ein wenig, ne? Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen mehr Platz schaffen. Ich würde sagen, den stellen wir mal dahin. Den ziehen wir mal weiter hier rüber. Dann wird das auch alles ein bisschen schöner. Der Gefrierturm kann eigentlich hier hin. Steht da zwar ein bisschen dem Schneesturmerzeuger im Weg, aber dann sind wir noch effektiver hier an der ganzen Geschichte unterwegs. So, wie gesagt, wir könnten jetzt, wenn wir diese Mauer haben, hier tatsächlich zumachen und dann hauen uns die hier nicht mehr ab. Das ist die gute Nachricht, also zumindest erst, wenn die Mauer fertig ist. Die schlechte Nachricht ist, wir haben natürlich hier draußen jetzt Strukturen, die angegriffen werden und die sehr weit weg von der Verteidigung sind. Gut. Wir versuchen das einfach mal aus, gucken, wie das Ganze wird. Jetzt haben wir zu wenig Holz und das bringt uns nochmal direkt zum Thema Baumschule, die wir noch nicht gebaut haben. 11 mal 9, das ist richtig groß. 70 Metall. Aber das wäre natürlich cool, wenn wir die Bäume irgendwie, ich sag mal, in der Nähe des Lagers anbauen könnten. Dann können wir uns diesen ganzen Transport hier draußen sparen und könnten auch schneller Personal ins Labor schicken, weil wir das hier nicht alles mehr brauchen, ne? So, das passt. Hier ist natürlich noch zu wenig Personal. Kriegen wir aber auch noch gebacken. So, das geht auch vorwärts hier.
brauchen halt echt immer ein Metall, die Dinger, ne? Also, wir gucken jetzt trotzdem nochmal nach der Baumschule. Wo ist sie denn hier? Produktion. Kleinzermalmer Baumschule da. Das ist jetzt nicht klein. Aber das ist jetzt auch nicht so groß, wie ich es befürchtet habe. So, den stellen wir die da hin. Machen hier noch eine Abmauerung. Und gönnen dem Gerät einen Ausgang hierüber. Braucht das Strom? Ja, es braucht Strom. Also gibt es auch noch einen Strommast. Und dann haben wir das doch gleich, ne? Okay, Leute. Ich würde sagen, hier machen wir eine kleine Pause. Wir gucken uns das beim nächsten Mal an, wie es wird. Die Mauer ist bald fertig. Viel fehlt nicht mehr. Das Personal tut alles, was es kann. Aber wir haben ja nur 20 Leute, die da hin und her rennen. Und die Strecken sind mittlerweile doch ganz gut weit. Ja. Kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Also, hier eine kleine Pause. Das Ding wird immer größer, ey. Gefährdung ist mittlerweile schon bei 21. Laborgröße macht natürlich viel aus. Level 1 Jungbies auch. Gut. Bockt mich aber nicht. Kriegen wir hin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, sage ich an dieser Stelle. Also dann, euer Matze.